Zu einem Aktionstag Praxis ohne Helferinnen hat der Fachärztekreis Deggendorf-Regen e.V. am Mittwoch aufgerufen. Und das, obwohl es am Vorabend zu einer Einigung zwischen Kassen und Medizinern gekommen war. Demnach sollen niedergelassene Ärzte in Deutschland im nächsten Jahr bis zu 1,27 Milliarden Euro mehr verdienen. Für den regionalen Fachärztekreis ist das zu wenig. Aus Protest blieben deshalb viele Praxen geschlossen, beziehungsweise die Ärzte mit ihren Patienten allein. Die Arzthelferinnen protestierten derweil vor der AOK-Filiale in Deggendorf. Die Regensburger Kübelböck Unternehmensgruppe hat in der Marktgemeinderatssitzung am Dienstagabend ihr Konzept für ein Einkaufszentrum in Bodenmais vorgestellt. Geplant ist demnach ein 1200 Quadratmeter großer Supermarkt mit Vollsortiment. Hinzu kommt ein Getränkemarkt und ein Parkplatz mit 120 Stellplätzen. Richtung Bahnhofstraße soll ein zweigeschossiges Geschäftshaus entstehen. Ab 1. März 2013 muss das Straubinger Jugendzentrum an der Petersgasse zugunsten des Wissenschaftszentrums seine Zelte abbrechen. Im Verwaltungsgebäude des alten Schlachthofes, besser bekannt als die Villa, finden die Jugendlichen künftig ihren neuen Treff. Um diesen beziehbar zu machen, muss das Gebäude jetzt saniert werden. Am Mittwoch hat der zweite Wissenschaftstag im Magnobonus Markmüller-Saal stattgefunden. Ausrichter war wieder das TUM Schulcluster, ein Netzwerk der TU München mit beruflichen Schulen aus der Region. Der Wissenschaftstag soll einer breiten Öffentlichkeit Naturwissenschaften näher bringen, um damit weitere Nachwuchskräfte für Hochschulen und regionale Wirtschaft zu gewinnen.